Das Landesverfassungsgericht in Berlin hat die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus für ungültig erklärt. So ein historisches Debakel haben wir selten erlebt. Dazu spreche ich mit einem der bekanntesten und prominentesten Berliner Politiker, Marcel Lute. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und diskutiere mal hier unten in den Kommentaren mit, was du von diesem Desaster hältst. Herr Lute, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie uns so kurzfristig zur Verfügung stehen. Was ist los in Berlin? In Berlin ist meistens nichts Gutes los und so war es ja leider jetzt auch die letzten 14 Monate, die sich das Verfassungsgericht mit der Entscheidung über meine Wahlanfechtung Zeit gelassen hat. Wir haben erleben müssen, dass, wie heute das Gericht auch gesagt hat, ausschlaggebend war, die 30.000 Seiten Unterlagen aus den Wahllokalen auszuwerten. Und ja, der Einzige, der das getan hat, war tatsächlich eben halt ich selbst mit meinem Team. Wahnsinn. Und selbst die Innenverwaltung, die laut getönt hat, sagte anfangs, wir erinnern uns an Innensenator Geisel, der sagte auch, die Wahlen waren doch vollkommen in Ordnung. Die Innenverwaltung nicht, auch kein anderer, hat sich die Mühe gemacht, jemals in diese Niederschriften reinzugucken. Und wenn man sich die anschaut, dann sehen Sie eben, dass da, wo zum Beispiel 9 Leute unterschrieben haben müssten, 9 zufällig ausgewählte Bürger, die bestätigen, dass die Wahlen in dem Wahllokal in Ordnung abgelaufen sind. Da haben Sie teilweise eine Unterschrift drunter gehabt, manchmal gar keine Unterschrift, manchmal 2 oder 3, aber eben halt in den seltensten Fällen die 9. Es ist ein absolutes Chaos, gerade in der Dokumentation gewesen. Und deswegen hat das Verfassungsgericht richtigerweise erkannt, dass diese Wahl so keinen Bestand haben kann. Die Leute, die sich also dorthin ja nicht demokratisch legitimiert sind. Unglaublich. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Neuwahl in Berlin? Hat das noch Konsequenzen darüber hinaus? Womit rechnen Sie? Oder wird das im Sande verlaufen irgendwie? Ach, das kommt ganz darauf an, was jetzt erstens in dem schriftlichen Urteil drinsteht, das wir in den nächsten Stunden bekommen sollten. Ja. Und ob der Verfassungsgerichtshof sich darin eben halt auch darauf beschränkt hat, sich an geltendes Recht zu halten oder sich womöglich was Neues ausgedacht hat. Denn es gab einen Satz, der hat mich heute sehr stutzig gemacht. Ja. Der lautete ganz zum Ende der Verhandlung, es werde sich ja insoweit nichts ändern. Das aktuell dort sitzende Parlament könne ja weiter arbeiten, denn sinngemäß, man brauche ja ein Parlament. Das ist natürlich ein krasser Widerspruch, wenn ich sage, ihr seid gar nicht demokratisch gewählt, weil die Wahlen keine demokratischen waren und deswegen ist die Wahl also ungültig. Und gleichzeitig könnt ihr aber mal lustig weiter regieren. Dann erleben wir also hier ein Verfassungsgericht, das sich dazu aufschwingt, sich an die Stelle des Wählers, des Souveräns zu setzen und zu bestimmen, wer denn hier tatsächlich regieren darf. Wenn Sie sich dann noch angucken, dass das Verfassungsgericht besetzt wird durch das Abgeordnetenhaus, also die Leute im Abgeordnetenhaus, die gerade durch das Gericht dahingesetzt werden, darüber entscheiden, wer im Gericht sitzt, dann haben wir hier eine Situation, die ich für verfassungsrechtlich und demokratietheoretisch hochgefährlich halte. Absolut. Natürlich muss dieses Parlament, das da im Jahr 21 zusammengetreten ist, auseinandertreten und das letzte demokratisch gewählte Parlament, also das davor, wieder zusammentreten. Absolut. Jetzt wird häufig gesagt, das ist doch eine neue Entwicklung. Nee, ist es nicht. Wir haben 2-mal schon Wahlwiederholungen in der demokratischen Geschichte Deutschlands erlebt. Und zwar einmal in Hamburg 93, das werden die meisten noch wissen, kann man relativ leicht googeln. Und da war es in der Tat so, dass das alte Parlament, also das abgewählte Parlament, Entschuldigung, das ungültige, so ist es richtig, weiter angehen konnte. Das war aber deshalb so, weil alle ordentlich gewählt waren, nur die Kandidaten der CDU nicht, weil es bei der CDU Mängel in der innerparteilichen Demokratie gab. Das Mal davor war 1927, Sie als Jurist werden wissen, in der Tat, in der Weimarer Reichsverfassung gab es ähnliche Regelungen, gerade auch zu Wahlwiederholungen wie heutzutage. Und dort hat man ebenfalls in Hamburg erkannt, dass die Wahlen ungültig waren. Und daraufhin hat man zunächst mal als Gericht geschwiegen, so wäre es auch richtig. Und dann ist eben halt den Parlamentariern zu überlassen, wie sie damit umgehen. In Hamburg 1927 hat der Vorsitzende der Hamburger Bürgerschaft gesagt, ein SPD-Mann, selbstverständlich, wenn wir hier nicht durch demokratische Wahlen legitimiert sind, dann wäre das ja ein Akt quasi schon fast der Revolte, wenn wir hier sitzen bleiben. Absolut. Natürlich müssen wir auseinandertreten. Und so war es dann eben halt auch. Es trat dann der Hauptausschuss des alten Parlamentes zusammen, weil das eben halt die letzten waren, die demokratisch legitimiert waren. Und ich bin der Überzeugung, dass das auch jetzt in Berlin nicht anders sein kann. Wenn in dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs etwas anderes stehen sollte, dann werden wir dagegen natürlich vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Denn ein solcher Bruch
der demokratischen Legitimation. Wenn wir das einmal zulassen, dass ein Gericht sich Abgeordnete aussucht, sagt, ihr seid zwar nicht demokratisch gewählt, aber das macht ja nichts, ihr dürft jetzt trotzdem mal dieses Land regieren. Das kann es nicht geben. Was könnte das denn für Rückwirkungen haben? Das heißt, das Parlament hat ja bis jetzt Beschlüsse gefasst. Gibt es da eine Möglichkeit, gewisse Dinge wieder umzudrehen? Sind die wirksam auch für die Zukunft? Was bedeutet das für ein neues Parlament? Also, ich sage mal, der einfachste Weg dürfte sein, und die Mehrheiten sind ja gar nicht so anders für Rot-Rot-Grün im 18. wie im 19. Parlament gewesen. Absolut. Im Prinzip kann also das 18., das Vorgängerparlament, dem ich angehört habe, auch durchaus hingehen und jetzt per Mehrheitsbeschluss einfach vorsichtshalber all das heilen, was in den letzten 13 bzw. 14 Monaten durch das neue Parlament beschlossen wurde. Das wäre eine relativ einfache, letztlich auch juristisch saubere Lösung. Es ist nicht so, dass automatisch Gesetze ungültig wären, denn man muss ja auch sagen, ich habe auch so oft die Debatte jetzt gehört, die sollen ihre Diäten zurückzahlen, die Leute, die in den letzten 12, 13, 14 Monaten gesessen haben. Da muss man auch insofern fair sein, die haben ja schließlich nichts anderes gemacht, die haben das Mandat ausgeübt und die waren auch im guten Glauben, weil sie sich eben halt nicht die Mühe gemacht haben, sich tatsächlich mit der Wahlanfechtung mal zu beschäftigen und die Protokolle zu lesen, in gutem Glauben, dass sie da zurecht sitzen. Aber spätestens heute mit der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs muss jedem, der da sitzt, klar sein, dass er da nicht hingehört, jedenfalls dann nicht, wenn er Demokrat ist. Herr Luthe, wie geht's mit Ihnen weiter? Sie werden bei einer Neuwahl wieder antreten? Ich werde sicherlich mich bei einer Wahlwiederholung zur Verfügung stellen. In welcher Form muss man auch noch sehen. Auch da kommt es darauf an, was in der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs drinsteht. Es wird immer wieder gerne der Mythos verbreitet, aber Sie kennen das ja, wenn man ins Gesetz guckt, hilft das sehr der Rechtsfindung. Es wird immer behauptet, es gelten die alten Listen, es müssten die alten Konstellationen wieder antreten. Auch Ja. da haben wir vor dem Verfassungsgerichtshof deutlich argumentiert und gesagt, wir sind jetzt knapp, also bei der Wahlwiederholung, 1,5 Jahre später. In 1,5 Jahren setzt sich die Bevölkerung Berlins zu etwa 15% neu zusammen. Es setzen sich eben halt auch natürlich politische Meinungen entsprechend vielleicht neu zusammen. Auch in einer Partei, nehmen wir die SPD, wird man sich sehr genau überlegen, ob man zum Beispiel Andreas Geisel, den Innensenator, der dieses Wahlchaos zu verantworten hat, ob man den tatsächlich nochmal aufstellen möchte. All Ja. das muss dementsprechend möglich sein und dementsprechend haben wir dafür plädiert, dass es auch möglich sein muss, dass neue Parteien, neue Listen und so weiter und so fort antreten und sich all das nochmal auf dem aktuellen Stand von 1,5 Jahren später neu zusammensetzt. Aber auch da wird es eben halt zunächst mal darauf ankommen, was steht in der Entscheidung des Landesverfassungsgerichtshofs. Und wenn da das Falsche drin steht, haben wir eben, wie gesagt, den Weg zum Bundesverfassungsgericht, den wir auch gehen werden. Und ansonsten bin ich ja, wie Sie wissen, intensiv mit meiner Good Governance Gewerkschaft beschäftigt und habe Absolut. neben dem parlamentarischen, ja, genau diesen Weg eben der politischen Arbeit in den Betrieben entdeckt. Ich muss sagen, hätte ich das vor 30 Jahren, als ich mit Politik angefangen habe, geahnt, wie viel Freude das macht, weil wir da ja konkret auch Dinge bewegen können. Ja, gerade auch natürlich im arbeitsrechtlichen Bereich, wo wir Ja, in den ja. letzten, wie oft dort Schindluder getrieben wird mit den Leuten, denen man eben mal so, ja, ist so, musst du so machen. Ja, und die Möglichkeit haben, gerade die, die sich keinen guten Anwalt leisten können, sagen, Mensch, ich wende mich jetzt eben halt an meine Gewerkschaft, stell mal eine Frage. Da haben wir sehr viel erreichen können und das macht auch viel Freude. Klasse. Herr Luthe, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir drücken Ihnen die Daumen und werden es natürlich verfolgen. Vielen, vielen Dank. Alles klar, Herr Mingers, Gruß nach danke Berlin. Ciao, schön. tschüss. Dann, tschüss.